Hallo, ich bin's wieder. Wer soll's auch sonst sein, wenn ihr auf meinem Kanal seid? Super. Hallo, ihr Süßen. Halt die Klappe, Sarah. Ich war für die liebe Aline auf der Suche nach der Catrice Camouflage und war auch erfolgreich. Und ja, da ich ja nicht nur selbstlos bin und für andere Leute shoppen gehe, fiel mir dann nochmal zwei, drei Sachen ins Körbchen. Ich bin ein furchtbarer Mensch. So viel zum Thema. Aber diesen Monat halten wir uns mal ein bisschen zurück. Sorry, aber irgendwie ist das für mich nicht möglich. Ich habe die Wake Up Spring LE von Essence entdeckt. Und bitte, wie süß ist das denn? Guck mal, da sind so kleine Blümchen im Lack. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe ja noch nicht den das Lackierstündchen mit mir und dem neuen Make Up Factory Lack gemacht. Und wie cool passt der denn jetzt bitte dazu? Voll süß. Call It Spring. Ich habe keine Ahnung, ob es noch einen anderen gab. Es gab jetzt in meinem Aufsteller nur noch diesen hier. Guckt mal, könnt ihr das sehen? Total süß, sind so kleine Blümchen drin. Ich meine, wir wissen alle, was diese Überlacke bei uns so fabrizieren. Nämlich meistens überhaupt gar kein Ergebnis. Aber ich fand die Farbe jetzt irgendwie süß. Guck mal, könnt ihr das sehen? Ja, und um diesem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, also sind grüne Flöckchen drin und weiße und diese rosanen und eben dann die Blümchen, habe ich dann noch direkt diesen Wake Up Spring Hello Sunshine Jumbo Nail Designer mitgenommen. Wenn man fertig ist, das Ganze vorzulesen, ist das Video auch nur 8 Stunden lang. Und zwar, ich habe schon mehrere davon, aber der hat jetzt hier einen relativ dicken Nüppi oben und einen, ja, also zwei relativ dickere Nüppis, die aus dem Standardsortiment, da sind die Nüppis ein bisschen kleiner. Und hier sind jetzt ein paar Ideen, wie man da, was man damit machen kann. Aber man kann zum Beispiel auch mit so einer Spitze einfach so ein Blümchen aufnehmen und dann eben auf den Nagel drücken. Jo, also die beiden Nagelsachen habe ich schon mal mitgenommen. Und was ich seit, na, Tausenden von Ewigkeiten nicht mehr gekauft habe, sind Nagelsticker. Aber, liebe Leute, die haben mich jetzt hier aber sowas von umgehauen. Ich weiß nicht, wieso, aber die sind so unfassbar süß. Blossom etc. Und zwar Wake Up Spring. Das hatten wir jetzt ja schon. Ich mache mal eins auf. Ich habe alle drei gekauft. Ich habe wirklich alle drei Pakete gekauft. Da sind Pusteblumen drauf. Ich meine, hallo. Pusteblumen. Ich habe wirklich eine halbe Ewigkeit, also ewig keine Nagellacksticker mehr gekauft. Aber die haben mir so gut gefallen. Und im Gegensatz, naja, okay, im Gegensatz zu den Standardsortiment-Nagelklebern ist der Druck auch ein bisschen besser. Ich habe heute, was war denn das? Da gab es im Standardsortiment, gibt es jetzt auch irgendwas mit Blümchen, glaube ich. Und da sieht man so pixelig die Aufkleber, also auf den Aufklebern so die Pixel vom Druck, die finde ich jetzt nicht so schön. Aber hier bei den Schmetterlingen, doch, das finde ich echt richtig süß. Also ich habe es 3-mal gekauft. Bin ja auch erst 31 Jahre alt, da muss man sich noch Blumen auf die Fingernägel kleben. Egal, ich finde es total schön. Und dann, Leute, ich konnte nicht daran vorbeigehen. Ich bin den Müller-Damen, glaube ich, echt auf die Nüsse gegangen. Ich habe den Tester von den Blushed Nudes, von der Blushed Nudes Palette von Maybelline schon vor 3 Wochen, glaube ich, bei uns im Müller entdeckt und habe mich da schon durchgeswatcht und war schon wirklich richtig begeistert vom Tester. Dann bin ich den Eulen da, und das ist nicht böse gemeint, ich nenne jede zweite Frau Eule oder Uschi, das ist nicht beleidigend gemeint. Meistens. Auf jeden Fall bin ich in meinen Kosmetik-Eulen bei Müller auf den Senkel gegangen und habe gefragt, wann gibt es die zu kaufen? Habt ihr die da? Nee, natürlich nicht. Und ab dem 29. war sie dann lieferbar. Und das ist sie jetzt. Also ich habe mich durch den Tester geswatcht und war wirklich so richtig begeistert. Ich fange jetzt mal an. Haben die eigentlich Namen? Ich glaube nicht. Also, ich habe jetzt hier den mal durch. Das sieht so auf dem Finger aus. Und wie gesagt, die Swatches sind für mich absolut Bombe. Ich habe die Naked 3. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es annähernd vergleichbar ist. Aber wenn ihr eine
Palette in diesem Farbrange haben wollt, die die Naked 3 so ein bisschen aufgreift, dann seid ihr da preislich echt, echt, echt gut dabei. Also der absolute Wahnsinn. Ich war, ne, guck mal bitte. Wahnsinn, wirklich Knüller. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass sie etwas krümelig ist. Ja, das sehe ich auch so. Die ist tatsächlich etwas krümelig. Aber die Farben, also das sind jetzt diese drei hier. Klar, sie sind krümelig, aber sie sind dann auf der, jetzt beim Swatch, ich habe sie natürlich noch nicht auf dem Auge benutzt, super pigmentiert. Also ich meine, Leute, die Palette hat 10 Euro gekostet. Und da kannst du ja wohl mal überhaupt nicht meckern. Wie sich das auf dem Auge verhält, ob die sich dann auch so schön intensivieren lassen, wie sie das jetzt beim Swatchen tun, das müssen wir dann nochmal gucken. Aber ich habe jetzt wirklich von vielen, vielen, vielen gehört, die sich die gekauft haben, dass sie total begeistert sind. Und bisher, also vom Swatchen und Co., wirklich, also... Das ist jetzt das Hellrosa, das finde ich auch richtig, richtig schön. Es ist kein klassisch total, also kein total matter Ton dabei. Die sind alle leicht schimmrig. Finde die Zusammenstellung farblich richtig gelungen. In der Kamera sehen sie jetzt noch ein bisschen rötlicher aus, aber die sind mehr, ja, die haben zwar einen rötlichen Glitzer, sind aber mehr auf dem Braunen unterwegs. Das ist ein bisschen grünlicher, gräulicher. Ja, also absolute Begeisterung und ich würde tatsächlich für euch, wenn ihr in diese Richtung farblich interessiert seid, eine Empfehlung aussprechen. Jetzt vom ersten Eindruck her, ne? Klar, wie sich das auf dem Auge verhält und ob dann die Farben noch so schön intensiv sind, das bleibt abzuwarten. Das, ne, müsst ihr bei diesem Tipp jetzt bedenken. Aber vom ersten Eindruck her bin ich wirklich begeistert und ich freue mich schon sehr, 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 sie zu benutzen. Ja, das war's. Das ist dann das zweite, etwas kürzere Video. Es ist wirklich nur ein kurzer Frühlingshaul von mir aus. Ich habe noch zwei, drei kleine weiße Porzellanhäschen bei Nanunana gekauft. Und wenn sie ein bisschen Deko machen, glaube ich, habe ich gerade Lust drauf. Ansonsten steht, wie gesagt, das Lackiervideo noch aus. Das werde ich euch natürlich noch machen. Und vergesst meinen Quick-Tipp nicht, der dürfte jetzt auch schon online gegangen sein, wenn ihr dieses Video seht. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal jetzt einen schönen Tag und alles andere seht ihr dann hier. Ciao!